Zu Ihren Füßen sehen Sie das Modell der modularen Sanitätseinrichtung Roll 2 Basic für die nationalen Unterstützungskräfte im Modell Maßstab 1 zu 25. Zur Verdeutlichung der Dimensionen sehen Sie vor sich eine Luftbildaufnahme der hier verorteten Hallenanlage. Der eigene Standort hier, zur besseren Orientierung, die OPZ im Gelände auf dieser Seite, im Norden dieser Richtung. Für den Aufbau wird eine Aufbaufläche von ca. 150 auf 150 Meter benötigt. Das System besteht aus drei Modulen. Das erste Modul ist das eigentliche Rettungszentrum. Es besteht aus einem Verbindungsstrang zur Verbindung aller einzelnen Teileinheiten. Im vorderen Bereich die Notaufnahme mit Schockbekämpfung containergestützt. Gegenüberliegend die Abteilungen Röntgen sowie Labor. Dem Strang folgend die Sanitätsmaterialbevorratung oder Apotheke. Im hinteren Bereich des Systems Operation, ebenfalls containergestützt, sowie die intensivmedizinische Versorgung, auch containergestützt. Demgegenüberliegend der Bereich Krankenpflege und Isolationskrankenpflege für isolationspflichtige Patienten. Das zweite Modul ist besonders hervorzuheben, dass es für eine originäre Rolle 2 Bravo nicht ausgebracht wird. Für die nationalen Unterstützungskräfte jedoch von uns konfiguriert mit einem Facharzt für Allgemeinmedizin, sozusagen dem Truppenarzt der zu versorgenden Truppe, einem Facharzt für innere Medizin sowie dem Bereich der zahnärztlichen Versorgung. Das dritte Modul ist der Gefechtsstand mit allen Führungsgrundgebieten. Die Energieversorgung erfolgt autark mit Energieversorgungscontainern im aufgesetzten Betrieb, die Frischwasserversorgung und Abwasserentsorgung mit Tankcontainern. Im System eingesetzt sind 92 Soldatinnen und Soldaten. Genau diese 92 Soldatinnen und Soldaten sind für die Verlegung des Systems, den Aufbau und den anschließenden Betrieb verantwortlich. Für die Verlegung werden ca. 120 Fuß Ladeflächen benötigt. Die Aufbauzeit des eigentlichen Systems benötigt ca. 4 Tage, um die volle Einsatzbereitschaft herzustellen. Damit einhergeht die Herstellung von Trinkwasser, benötigen wir ca. 12 Tage. Dieser Faktor begründet, weshalb wir für diese Übung von 14 Tagen ein anderes System gewählt und konfiguriert haben. Dies beendet meine Ausführungen. Ich bitte Sie, auf dem Übergang sich zu verteilen. Kernauftrag eines Rettungszentrums in der Landes- und Bundesverteidigung ist die notfallchirurgische Versorgung verwundeter Soldatinnen und Soldaten. Ziel der notfallchirurgischen Versorgung ist es, die Verwundeten so zu stabilisieren, dass sie in eine Sanitätseinrichtung der höheren medizinischen Behandlungsebene transportiert werden können. In der Road to Basic arbeiten Spezialisten mit ganz unterschiedlichen Ausbildungsgängen. Dazu kommt elementares Personal im Bereich Feldlagerbetrieb und Kompanieführung. Ein Luftlanderettungszentrum Laich besteht aus folgenden Fachbereichen. Sie sehen als erstes die Notaufnahme mit vorgeschalteter Registratur und drei Behandlungsplätzen. Im Weiteren das Sanitätsmateriallager, quasi die Apotheke der Einrichtung. Dahinter den Eingriffsraum mit vorgeschaltenen Vorbereitungsraum. Im Eingriffsraum befindet sich derzeit ein Patient, bei dem der Eingriff soeben abgeschlossen wurde. Dieser wird jetzt zur Behandlung in die gegenüberliegende Intensivpflege verbracht. Die Intensivpflege ist mit drei Beatmungsplätzen ausgebracht. Um weiterhin ausreichend Beatmungsplätze auf der Intensivpflege vorzuhalten, wurde durch den KD entschieden, den nicht mehr überwachungspflichtigen Patienten in die angrenzende Pflege, einfach gesagt die Bettenstation, zu verlegen, die in dieser Konfiguration mit 5 Betten ausgebracht wurde. Diese müssen sofort nach Beziehen eines neuen Raumes einsatzbereit sein und benötigen zwingend ein in allen Dimensionen angemessenes Schutzniveau. Die beiden Patienten, die sich bereits in der Pflege befinden, warten auf den entlasteten Verwundetentransport zur nächsten Behandlungseinrichtung. Als letzten, aber nicht minder wichtigen Fachbereich schließt sich das Labor an.
Der Rahmenbedingungen durch die Heck sehen Sie nur einen ankommenden verwundeten Transport. Die Heck ist auf großer Konzentrierung als eine Zelle des Gerichtsstandes ausgebaut. Ihre Aufgabe ist grundsätzlich vergleichbar mit einer zivilen Rettungseinstellung. Die Heck steuert in der Landes- und Bundesverteidigung den Patientenfluss ab der Ebene des Klosterbades mit dem Ziel, die Rettungsstation in der Ebene 1 schnellstmöglich von den Patienten zu entlasten, dabei den passenden Behandlungsplatz für jeden Patienten zu finden, die Behandlungseinrichtungen der eigenen Ebene nicht zu überlasten und die erforderlichen Rettungsmittel im Rahmen so einzusetzen, dass keine Wartezeit entsteht. Ja, wir haben einen Patienten der Kategorie Alpha, männlich, 31 Jahre, Zustand nach Fernsehverletzung, rechter Oberschenkel. Patient 2, Kategorie Charlie, männlich, 39 Jahre, er hat einen Arzt auf den Kopf bekommen, ist halt stabil gewesen, 140 zu 80, Frequenz 120, 97er Sättigung, auch er Zugang, linker Handrücken, 500 mm, geringer und 1 Milligramm. Das Sanitätsbataillon der Brigaden der Division 2025 verfügt planerisch über drei Roto-Basic. Die wesentlichen Vorteile der MSE-Variante sind ihre Größe und Behandlungskapazität, ihr guter Hygienestandard und ihre Robustheit. Erkauft werden die Vorteile durch ein enormes Frachtaufkommen, lange Auf- und Abfahrtzeiten und damit einhergehend eine äußerst eingeschränkte Mobilität. Es steht damit im Missverhältnis zur notwendigen und erwartbaren hochmobilen Gefechtsführung einer Brigade. Demgegenüber ist die erforderliche Transportkapazität der luftverlegbaren Variante wesentlich geringer. Das Herstellen der Einsatzbereitschaft beansprucht mit 4 bis 8 Stunden viel weniger Zeit. Ohne sichere Anschlussversorgung und Personalverstärkung ist dieses System allerdings nur 24 Stunden durchhaltefähig.